Ein heißer Tag im Krüger Nationalpark. Ein junger männlicher Löwe streicht durchs trockene Gras der Strauchsavanne. Er hat sich vom Rudel entfernt. Er ist hungrig. Auf der Suche nach Beute schleicht er geduckt an einem älteren Artgenossen vorbei. Der junge Löwe hat es auf die Zebras am Wasserloch abgesehen. Elegant setzt er zur Jagd an. Ein scheinbar aussichtsloses Unternehmen. Die Zebraherde ist noch mehr als 60 Meter entfernt. Panikartig ergreifen die Tiere am Wasserloch die Flucht. Sie haben den einzelnen Löwen, wenn auch erst spät, bemerkt. Die anderen Löwen des Rudels scheinen unbeteiligt. Sie haben sich im hohen Savannengras versteckt. Sie beobachten den jungen Löwen, der kein Zebra zu fassen bekommt. Und doch erfüllt er seinen Jagdauftrag mit Bravour. Schließlich ist der Beutezug des Löwenrudels von langer Hand vorbereitet. Der junge Löwe dient dabei nur als Treiber. Zwei Zebras, die er verfolgt, laufen dem Löwenrudel, das sich im hohen Gras versteckt, direkt in die Fänge. Sofort schnappen sich die Löwen das große Zebra, reißen es zu Boden. Ein ungleicher und kurzer Kampf beginnt. Das junge Zebra hat Glück. Es kann fliehen und macht sich schnellstens aus dem Staub. Von dem geschlagenen Zebra hingegen wird bald nichts mehr übrig sein, außer den Knochen. Die Jagd ist vorüber. Die hungrigen Löwen des Rudels, die alle blitzartig aus ihrem Versteck gekommen sind, kämpfen nun gegeneinander. Um die besten Plätze beim Fressen und um die größten Bissen des Beutetieres. Es war ein trockener Winter. Augustwinde kündigen nun den Wechsel der Jahreszeiten an. Im Krüger Nationalpark beginnt der Frühling. Regen ist noch lange nicht in Sicht. Deshalb machen sich die Elefanten auf die Suche nach Wasser. Sie haben gelernt, in der dürren Savanne zu überleben. Im ausgetrockneten Flussbett finden sie zielsicher die Stellen, an denen das Grundwasser dicht unter der Oberfläche liegt. Dort betätigen sich die Dickhäuter als geschickte Brunnenbohrer. Zunächst lockern sie mit ihren Füßen den ausgetrockneten Sandboden, dann schaufeln sie mit ihren Rüsseln den Aushub beiseite. Für die Endfertigung der Brunnen sind die Löwinnen zuständig. Mit ihren starken Vorderpfoten erweitern sie die Wasserlöcher der Elefanten. In der zunehmenden Hitze wird das kühle Wasser, das aus dem Boden kommt, immer wertvoller für alle Tiere. Dieser Elefantenbulle hier genießt an jedem Wasserloch Vorrang. Schließlich wird das kostbare Nass streng nach Hierarchie vergeben. Wer warten muss, bis er an der Reihe ist, kann sich so lange auf die Lauer legen, wie diese Löwin hier. Plötzlich stürzt sie aus ihrem Versteck auf ein Warzenschwein. Und man mag es kaum glauben, das kleine Schweinchen kann der Königin der Savanne entkommen. An einer anderen Stelle im Flussbett haben es sich derweil ein paar Löwinnen gemütlich gemacht. Sie leisten einem Weibchen Gesellschaft, das kurz vor der Geburt steht. 110 Tage ist es nun her, dass sich die Löwin gepaart hat. Sie steht in der Blüte ihrer Jahre und gilt als eine der besten Jägerinnen des Rudels. Als Vater für ihre Kinder hat sie sich den stärksten Löwen des Rudels ausgesucht. Vier Löwinnen, Töchter und Schwestern, begleiten die Schwangere und beschützen sie. Die künftige Mutter kann sich also beruhigt ins Dickicht zurückziehen. Erst vier Tage nach der Geburt kommt die Löwin wieder aus ihrem Versteck hervor. Ihre Jungen hat sie zurückgelassen, in einer tiefen Mulde, umgeben von Schilf und Gestrüpp. Hier müssen die Löwenbabys warten, bis die Mutter von ihrem Beutezug zurückkehrt.
Das Leben der Babys und der Mutter hängt nun alleine von dem Geschick der Löwen ab, für sich selbst sorgen zu können. Ihre Freundinnen, die sie bis zur Geburt begleitet hatten, sind längst wieder zum Rudel zurückgekehrt. Die Mutter hält im Flussbett nach einem Beutetier Ausschau. Die Giraffe kommt ihr gerade recht. Normalerweise würde sie alleine keine ausgewachsene Giraffe jagen. Aber sie hat sofort bemerkt, dass dieses Tier am linken Vorderlauf verletzt ist. Erbarmungslos jagt die Löwin die Giraffe über den felsigen Boden. Sie weiß genau, wenn die Giraffe stolpert, hat sie ihr Mittagessen. Aber die Giraffe stolpert nicht. Sie galoppiert der Löwin geschickt davon. Erst in der Nacht findet die Löwin etwas zu fressen. Männliche Artgenossen haben eine junge Giraffe gerissen. Die Mutter hofft nun, auch etwas von dem Kadaver abzubekommen. Eine andere Löwin nähert sich bereits in unterwürfiger Geste, lässt ihren Bauch über den Sand schleifen. Der Löwe bemerkt zwar den neuen Essensgast, lässt ihn aber gewähren. Unsere Löwin kommt von der anderen Seite. Als stolze Mutter gibt sie sich nicht unterwürfig. Auch sie wird zunächst angefaucht, darf aber mitfressen. Nun kommt noch ein drittes Weibchen. Es ist noch dreister und versucht an der Seite des Löwen zu fressen. Das Männchen wird unruhig. Es duldet keinen weiteren Fremdling. In den kommenden Monaten wird die allein auf sich gestellte Mutter noch oft darum betteln müssen, an einem bereits erlegten Tier mitfressen zu dürfen. Ihr Rang wird ihr dies jedoch meist gestatten. Ihre Babys sind nach 1,5 Monaten schon so kräftig, dass sie sich aus dem Versteck wagen. Sie wollen ihre Mutter begrüßen, die von der Jagd zurückkehrt. Die kleinen Löwen nehmen keine Rücksicht darauf, dass ihre Mutter erschöpft ist. Die tollpatschigen Löwenkinder freuen sich einfach, auf ihrer Mutter herumtollen zu dürfen. Langsam steigt die Tagestemperatur und die Wolken am Himmel kündigen das Ende der Trockenzeit an. Es hat noch immer nicht geregnet, aber die Luft ist spürbar feuchter geworden. Morgens ist der Boden der Savanne von leichtem Tau überzogen, die ersten Samen keimen. Und die ersten Lilien schieben sich langsam aus der roten Erde, um den afrikanischen Frühling zu begrüßen. Unsere Löwenbabys sind mächtig gewachsen. Sie sind nun schon 3 Monate alt. Neugierig, aber immer noch etwas tollpatschig, erkunden sie die Umgebung. Ihre Mutter streckt eines Nachmittags ihre Nase in den Wind, der aus dem Norden kommt. Es ist nicht mehr der böige, heiße Augustwind, sondern eine stete Brise. Eine Brise, die den Geruch von Wasser mit sich bringt. Die Kleinen bleiben dicht bei ihrer Mutter und beobachten interessiert, wie die erfahrene Löwin das Wetter in der Savanne erkundet. Am Abend erhebt sich die Löwin und tut etwas Unerwartetes. Sie führt ihre Jungen aus dem sicheren Versteck hin zum offenen Flussbett. Die Mutter hat den Wind richtig gedeutet. Hier im Flussbett ist zwar noch kein Tropfen Wasser angekommen, aber 100 Kilometer weiter nördlich geht ein Wolkenbruch nieder und verursacht eine flutartige Überschwemmung. Die Wassermassen kommen nicht plötzlich. Sie kündigen sich zunächst zaghaft an. Langsam aber verwandelt sich das eben noch ausgetrocknete Flussbett in einen reißenden Strom. Die Löwen des Rudels genießen es ausgiebig, nun nach der langen Trockenzeit endlich Wasser im Überfluss zu haben. Sie stillen in Ruhe ihren großen Durst. Und zwischendurch starten sie vom Ufer aus zu kleineren Jagdausflügen. Hier haben einige Tiere des Rudels gerade ein Warzenschwein erfolgreich in die Enge getrieben und erlegt. Nun beginnt der Kampf um die Beute.
Im täglichen Zusammenleben bilden die Löwen eine vorbildliche soziale Gemeinschaft. Und ihr Zusammenspiel bei der Jagd könnte kaum besser sein. Sobald das Beutetier aber tot am Boden liegt, ist es aus mit dem Sozialverhalten. Dann regiert allein der Futterneid. Auf die Hierarchie im Rudel wird keine Rücksicht genommen. Mit List und Tücke und notfalls eben mit Gewalt versucht jeder Löwe, ein möglichst großes Stück vom erlegten Tier zu bekommen. Bügeleisen Perfect Point erfunden. Bügelt perfekt auf den Punkt. Es treibt den Dampf voll auf die Spitze und selbst schwieriges Bügeln geht leicht von der Hand. Neu, Moulinex Perfect Point. Und alles geht glatt. Moulinex, gute Einfälle fürs gute Leben. Täglich passiert's. Kleine Wunden. Hamitum hemmt die Entzündung und hilft schneller heilen. Rissige Haut. Hamitum hemmt die Entzündung und hilft schneller heilen. Hametum, die medizinische Wund- und Heilsalbe, legt einen Schutzfilm über die Haut, hemmt die Entzündung und fördert so die schnelle Heilung. Hametum, die Hautmedizin. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Gemüse interessiert die beiden nicht. Schmecken soll es. Heute gibt's Brokkoli-Gratin. Mit Knorr-Gemüseküche. Ist ganz einfach. Kurz aufkochen. Drüber gießen, ein bisschen Käse dazu, schon fertig. Ja, auf einmal ist Gemüse alles andere als langweilig. Knorr Gemüseküche, so schmeckt es richtig gut. 1, 2, Fly. Bei diesen Preisen muss man reisen. Sehr witzig, Fred. Lass dir mal was Neues einfallen. Schon besser. Kannst du das auch in Silber, in Originalgröße? Toll, Fred. Ich bin wirklich beeindruckt. Okay, zeig mir doch mal das Cockpit. Größer. Was ist das für ein Lärm? Lärm? Davon musst du rechts abbiegen. Schatz, ich verlasse mich lieber aufs Navigationssystem. In 100 Metern links abbiegen. Siehst du? McDonald's präsentiert das Beste vom Star des englischen Humors. The Best of Mr. Bean. Das Video zum Ablachen. Nur solange der Vorrat reicht. Nur 9,95 €. Unverbindliche Preisempfehlung. Jetzt exklusiv und nur bei McDonald's. Oh, Mami, ist das ein Traumhaus! Gefällt es Ihnen, das Haus? Könnten Sie es uns einpacken? Das neue Superlos der Aktion Sorgenkind Lotterie. Jetzt jede Woche ein Traumhaus im Wert von 1 Million zu gewinnen. Superlose gibt's bei Post, Bank und Sparkasse. Ein Pfund Gala Nummer 1. Das Beste vom Besten. Bitte schön, frisch gemahlen. Ich habe jetzt die ganzen Bohnen nicht gesehen. Können Sie das nochmal zeigen? Ja, gern. Wenn Sie die ganzen Bohnen gesehen haben, haben Sie den ganzen Gala-Geschmack. Für mich bitte, Itushu. TV Today. Und Sie verpassen nichts. TV Today. Mit besten Empfehlungen. Früher war die Arbeit hart und das große Fressen angesagt. Später war wenig Essen in. Heute gibt es Gutfried. Das Beste aus Geflügelfleisch. Probieren Sie doch mal die leckeren Hackfleischbällchen von Gutfried. Herzhaft gewürzt. Die sind wirklich gut. Und das schmeckt man. Gutfried ist gut. Oh ja. RTL 2, TV Spielfilm und Columbia TriStar präsentieren das Gewinnspiel zum Komödienhit Wir lieben dich. Kinostart ist der 31. Oktober. Sehen Sie Andy McDowell als Laura und Michael Keaton als Doug. Niemand
hat Sex mit meiner Frau außer mir. Wählen Sie 090 260 390 und gewinnen Sie einen von 4 RTL 2 Medialine-Computern. Sie müssen nur folgende Frage richtig beantworten. Wie viele Darks lieben Ihre Frau in 4 lieben dich? 090 260 390 und Sie sind dabei. Keine Staus, keine Hektik, keine Termine, keine Kompromisse, kein anderes Bier. Wie das Land, so das Jever. Friese Scherb. Er hat zur Abwehr seine Stacheln. Wir nicht. Deshalb helfe ich meinem Körper mit gesunder Ernährung und Nestle LC1 jeden Tag. Mit dieser ganz besonderen Joghurtkultur. Das unterstützt meine natürlichen Abwehrkräfte. Und das ist ganz nach meinem Geschmack. Ha? Nestle LC1 gibt's jetzt auch mit Fruchtinsel. Mit leckeren Fruchtstückchen. Ein täglicher Beitrag zu Ihrer Gesundheit. Oh, das finden wir wohl witzig, was? Und jetzt, was denn? Das hat gesessen. Zum Umfallen komisch. Comedy-Kino. Immer freitags. Immer RTL 2. Tom Cruise. Nicole Kidman. In einem fernen Land. Ich werde einmal eigenes Land bestellen. Wir haben so viel Land, dass wir es verschenken können. Amerika, das Land der Träume. Das schönste Land auf dieser Welt ist ohne dich für mich nichts wert. Tom Cruise und Nicole Kidman glauben an eine gemeinsame Zukunft. Sie haben einen Hans Wurst aus dir gemacht, deine Freunde. Das Cine-Highlight bei RTL 2. In einem fernen Land. Morgen 20.15 Uhr. Die Löwin im Krüger Nationalpark hat ihre Jungen bislang vom Rudel ferngehalten. Nun aber sind sie schon fast 4 Monate alt. Alt genug, um zum ersten Mal den Geschmack von Fleisch zu testen. Deshalb bringt die Mutter ihre Kleinen mit zum Kampf um ein erlegtes Gnu. Wer nun erwartet, dass die erwachsenen Löwen ihrem Nachwuchs ein Stück Fleisch abtreten, täuscht sich. Niemand hilft den Kleinen. Sie sind ganz und gar auf sich selbst gestellt und werden von den Großen sogar noch angefaucht. Die Löwenkinder, die seit ihrer Geburt umsorgt und gehegt wurden, sind begierig. Aber sie wissen noch nicht so recht, was sie tun sollen. Unentschlossen spielen sie mit den hin- und herzuckenden Schwänzen der älteren Artgenossen. Nun aber haben sie das Bein des Gnus entdeckt. Es scheint so zu riechen, als sei es essbar. Nur einer der Kleinen hat offensichtlich begriffen, dass hier jeder für sich selbst sorgen muss. Tapfer robbt er sich zwischen den Großen näher ans Beutetier heran und versucht, ein Stückchen Fleisch zu erhaschen. Die anderen zwei haben derweil den Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Sie begnügen sich mit ein paar Fell- und Fleischresten, die beim Mahl der Erwachsenen übrig geblieben sind. Auf dieses Geräusch haben die Tiere im Krüger Nationalpark schon lange gewartet. Endlich Regen. Mit dem Beginn der Regenzeit ist dieses Impala-Junge auf die Welt gekommen. Die Impala-Weibchen gebären ihre Jungen eigentlich Ende November. Aber sie können die Geburt so lange hinauszögern, bis der dauerhafte Regen einsetzt. Dieser Regen bietet ihnen während der Geburt einen gewissen Schutz und ihren Jungen eine gute Überlebenschance. Das Löwenrudel freut sich weniger über die Schauer. Träge liegen die Tiere tagsüber beisammen und warten, bis der Regen nachlässt. Sie nutzen die Zeit für Körperpflege und festigen durch gegenseitige Liebkosungen die Familienbande. Auf die Jagd gehen die Löwen während der Regenzeit hauptsächlich nachts. Nur die Jungtiere des Rudels lassen sich von dem Regen nicht beeindrucken.
Sie wiederholen spielerisch, was sie während der Jagd von den Erwachsenen gelernt haben. Unsere kleinen Löwen sind inzwischen 5 Monate alt. Noch immer ist das Spielen ihre Hauptbeschäftigung. Einige der Löwenjungen wollen die Erwachsenen umstimmen, sie doch zum Jagen mitzunehmen. Aber dafür sind sie noch viel zu klein. Die beiden hier wissen das genau und versuchen erst gar nicht mitzukommen. Sie klettern lieber auf Bäume. Und für diesen kleinen Löwen ist der Balanceakt auf dem umgefallenen Baumstamm bislang noch die größte Herausforderung. Es ist ein heißer, feuchter Sommer. Die durchschnittliche Tagestemperatur liegt bei 30 Grad. Das ist selbst für Paviane heiß. Einer sucht sogar die Abkühlung im wohligen Nass. Er schwimmt, ein ungewöhnliches Naturschauspiel. Erstaunt lassen sich seine Artgenossen vorführen, wie angenehm es offensichtlich ist, in dem braunen Schlammwasser zu kraulen. Die beiden anderen Affen sind noch recht skeptisch. Der Kleine würde es dem Schwimmer am liebsten gleich tun, doch er hat Angst. Hier im Gras versteckt sich ein ausgewachsener Waran. Unsere jungen Löwen haben ein derart merkwürdig aussehendes und riechendes Wesen bislang noch nicht gesehen. Ein Waran gilt in der Savanne als stets schlecht gelauntes Tier. Sein gedrungener, muskulöser Körper wirkt abschreckend. Seine schmale Zunge macht ihn auch nicht gerade freundlicher. Hinzu kommt noch sein kräftiger Schwanz, eine sehr wirksame Waffe. Für die jungen Löwen ist die Sache zunächst klar. Der Waran ist ein potenzielles Beutetier. Aber der Waran zeigt keinerlei Angst. Langsam spaziert er an den Löwen vorbei. Darauf waren die Löwen nicht gefasst. Weil der Waran nicht fluchtartig davonläuft, wird der Jagdinstinkt der Löwen nicht aktiviert. Sie bleiben unentschlossen. Irgendwie scheinen die kleinen Löwen zu ahnen, dass es nur Ärger mit sich bringt, wenn man sich mit einem Waran einlässt. Vielleicht ist es ja doch nicht ihre erste Begegnung mit einem solchen Reptil. Stolz und ohne Eile marschiert der Waran den jungen Löwen davon. Unentschlossen und ratlos schauen die Raubkatzen zu, wie ihnen ein Tier entweicht, das vielleicht doch eine leichte Beute gewesen wäre. Der Waran verlässt als Sieger das Feld. Wer hätte das gedacht? Die Artenvielfalt im Krüger Nationalpark ist sehr groß. Und eine Art dient als Grundlage der anderen. Hier ist eine ungewöhnliche Lebensform gerade dabei, buchstäblich aus der Erde hervorzubrechen. Ein ideales Futtertier für Säuger und Vögel, die Termiten. Obwohl sie sehr klein sind, ist ihr Nährwert jedoch enorm. Dank ihres konzentrierten Fettgehalts dienen sie denjenigen, die sie fressen, als wahre Energiequelle. Ein junger Krabbengeier steht etwas hilflos neben einem fressenden Raubadler. Er scheint noch keine Ahnung zu haben, was er fangen will und wie er es anstellen soll. Deshalb versucht er erst einmal, den Adler zu vertreiben. Eine Hyäne kommt kurz vorbei, verschwindet aber gleich wieder. Termiten sind für sie keine lohnende Beute. Für Vögel wie den schwarzen Milan oder den östlichen Rotfußfalken sind Termiten jedoch eine ideale Nahrungsquelle. Diese Vögel haben sich hier deshalb auf die Termitenjagd aus der Luft spezialisiert. Oh.
geflügelten Termiten erheben sich alle gleichzeitig in die Luft. 3 Tage lang auf einem Gebiet von mehr als 10 Quadratkilometern. Durch diesen Massenstart verhindern sie, dass sie alle als Futter enden. Somit ist die Gründung neuer Termitenkolonien gesichert. Im Hochsommer unterbricht eine Gnu-Herde ihre Wanderung durch die Savanne. Sie wartet, weil sich eine Kuh zum Gebären niederlegt. Das Streifengnu ist ein typisches Savannentier. Stets bleiben die Mitglieder der Herde beieinander. Wenn möglich, sind sie auch ständig in Bewegung. Dadurch halten sie das Risiko gering, einem Raubtier zum Opfer zu fallen. Das Gnu-Weibchen bekommt ihr Kalb in Sichtweite der Herde. Lange wird die Herde allerdings nicht warten. Gerade mal 5 bis 10 Minuten Zeit räumen die Erwachsenen dem Gnu-Kalb nach der Geburt ein, um sich auf der Erde zurechtzufinden. Dann muss es selbstständig mit der Herde weiterziehen können. Bei Savannentieren ist das Band zwischen Mutter und frisch geborenem Kind nicht gerade besonders stark. Das Neugeborene wird von seiner Mutter nur kurz geleckt und angestoßen. Das muss als Begrüßung ausreichen. Bei den Gnus hat das Wohlergehen der Herde oberste Priorität. Die Herde ist es schließlich auch, die das Kalb vor den Angriffen der Raubtiere beschützen wird. Seine ersten Schritte muss das Junge allerdings ganz alleine meistern. Keine leichte Aufgabe. Es muss in der Lage sein, seiner Mutter zu folgen, wenn es überleben will. In der Herde der Gnus gibt es keinen Platz für Schwache. Sobald das Neugeborene stark genug ist, um mitzumarschieren, macht sich die Herde wieder auf den Weg durch die Savanne des Krüger Nationalparks. Langsam beginnen sich wieder Licht und Farben in Afrikas Natur zu verändern. Das kündet vom Wechsel der Jahreszeiten. Ende März sammeln sich wieder die Zugvögel in großen Schwärmen, wie hier der Abdiemstorch. Die Vögel setzen sich noch einmal in die heiße Sonne und tanken Energie für ihren langen Flug zurück in den nordafrikanischen Sommer. Die Gnu-Herde zieht derweil weiter. Irgendwo unterwegs wird die Mutter ihre Nachgeburt verlieren. Weit weg von dem Ort, an dem das Kalb geboren wurde. Schließlich wollen die Gnus den Raubtieren nichts hinterlassen, was auf ihre Rastplätze hindeuten könnte. Die Löwenjungen, die Ende April gezeugt worden waren und Mitte August geboren wurden, sind nun fast 7 Monate alt. Ihre Mutter hat sie unbeschadet durch die ersten und gleichzeitig schutzlosesten Monate ihres Lebens gebracht. Nun sind die Jungen schon stark und selbstsicher. Aber den Weg in die Unabhängigkeit haben sie erst zur Hälfte zurückgelegt. Die Weißstörche machen sich auf den Weg. Tausende von Kilometern trennen sie noch vom Sommer Europas und Asiens. Und gegen Abend schleichen die Löwen wieder durchs immer gelber werdende Gras der Savanne. Sie gehen auf die Jagd. Heute dürfen auch die Jungen mitkommen. Allerdings nur zum Zuschauen und Lernen. Erst am Ende des nächsten Sommers werden sie groß und stark genug sein, um als gleichberechtigte Jäger mit dem Rudel auf die Pirsch gehen zu können. Sein. Fiese Tricks und rohe Gewalt gehören eben dazu, wenn man überleben will. In dieser Folge wird die Tierwelt richtig menschlich. Aber sehen Sie selbst. Geheimnisvolle Wildnis von Räubern und Killern. Montag, 19 Uhr bei RTL 2. Eins, zwei, fly. Bei diesen Preisen muss man reisen.
Melitta Auslese. Was für eine Mischung. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Dance Now 16 mit DJ Bobo, Scooter, Culture Beat, Mr. President und. Es geht auch anders. Dance Now 16, jetzt im Handel von Sony Music. 1, 2, Fly. Bei diesen Preisen muss man reisen. Also die neue Praxis, das mache ich mit links. Beruf und Familie ist für mich doch kein Problem. Und der ganze Stress mit Bruno, ach, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber manchmal weiß ich wirklich nicht, wie ich das alles schaffen soll. Wenn ich Lukas nicht hätte, mit dem bin ich wirklich sehr glücklich. Nur manchmal, wenn er nicht aus den Schuhen kommt, oh, da könnte ich ihn packen und schütteln und... Oh. Heike, nimm dich dran. Alle zusammen, jeder für sich. Die Soap mit den Ärzten. Ab 25. Bei mir ist alles wund, ja.